Guten Tag, meine lieben Damen und Herren, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge hier im TSW2 auf der Strecke Hauptstrecke Hamburg-Lübeck. Und ja, wir fahren heute die RB 881 nach Bargteheide. Nach Bargteheide und heute haben wir einen normalen Dosto-Wagenpark. Oh, 1,4 Kilometer ist rot. Nächster Halt, Hamburg, Hasselbrook. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Da gehört jetzt immer Hasselbrook. Ja, ich habe wieder automatische Ansage. Beim RE8 waren die ja nicht da. Ja, heute fahren wir eine etwas kleinere Strecke. Wir fahren nämlich, wie gesagt, wir fahren nach Bargteheide und nicht nach Lübeck an sich. Das heißt, wir fahren nur bis circa hier so. So, dann sind wir jetzt gleich in Hasselbrook. Ein normaler Dosto-Wagenpark, das ist doch schön. Doch, nee, da war wieder Flughafen-Express. So, in 200 Metern sind wir da. Wir fahren wieder mit der 102. Ich hab das Licht vergessen anzumachen. Ups. Was ist das für ein Bahnhof? Ransdorf, Ransdorf. Ransdorf, Ransdorf. Ja, heute haben wir diesmal automatische Ansagen dabei. Keine, ja, von mir Ansagen, weil von mir die Ansagen, die sind manchmal, naja.
Ja, ich fahre ein Stück zu weit. Warum auch immer. Ich würde den vorderen Dosto-Wagen nicht nutzen. Oh, ich bin manchmal so blöd, meine lieben Damen und Herren. Von der Back der Heide. Berchtesgaden. Sind wir zu früh gewesen? Jetzt habe ich rechts aufgewacht. Nächster Halt, Hamburg-Wandsbek. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, wenn wir mal ankommen hier irgendwann mal in 5 Tagen. Ja, mein Gott, nee. Da hinten kommen wir an. Berchtesgaden, da kommt ein Dosto. Mit FX. Wieder. Boah, dass die auch nicht bremsen können, das kotzt mich an. Huch Gott, ich hasse diese Lok. Überhaupt kein Fan von der Lok. Überhaupt nicht. Kotzt mich das an, ey. Bah! Tja. Die Lok an sich ist ja geil, aber das Bremssystem kotzt mich das an, ne?
Nächster Halt: Hamburg, Tondorf. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Schön. Digga, wenn ich das jetzt nicht schaffe, ich schaffe es nicht. Es kann doch nicht sein, dass mit dieser Lok so aggressiv schwer ist zu bremsen. Es kann doch nicht sein. Kotzt mich das hier an. Ich habe keinen Bock mehr. Meine Fresse. Kotzt mich der Scheiß hier an. Nächster Halt: Hamburg, Rahlstedt. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Ich habe einfach keinen Bock auf Kack, Alter. Wenn ich das jetzt hier hinkriege, dann würde ich meine Karriere als Zugfahrer aber beenden, aber so was von. So, mit 40 sollte das ja reichen, na, die Einfahrt nach. Einfahrt mit 40 km/h. Wenn ich schon wieder sehe, dass das nicht reicht. Reicht nicht, was bist du für eine Scheißlok? Ich muss jetzt bei zwei, ich bremse bei 2 Kilometern schon ab. Das kann doch nicht sein. Der fährt ja immer noch. Es kann doch nicht sein, aber echt. Thank you.
bremst bei 2,5 Kilometern runter. Das kann doch nicht sein, dass dieser Lok zu Beginn amputiert ist, Alter. Ich krieg einen Herzinfarkt, ne? Jetzt schwöre ich euch, ich krieg einen Herzinfarkt. Bremskraft bringt ja gar nichts. Boah, ihr könnt mich mal alle, ey. Kein Bock mehr, egal. Nächster Halt. Ahrensburg. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Hab ich jetzt extra schon gemacht. Oha, Junge, der ist ja so gut wie Nahverkehr Schleswig-Holstein lackiert. Kann ich jetzt schon wieder runter beschleunigen. Jetzt lasse ich den einfach mal so. Dann kann ich jetzt auf 1 gehen. Okay, so laufen lassen. Ugh.
Ich hab zero Bock, Alter. Kann doch nicht sein. Letzte Folge funktionierte das auch noch, ey. Oh. Diese Bremsen dieses Zuges. Unerhört. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, kotze ich in mein Headset rein und dann kommt es bei euch aus dem Bildschirm raus, Alter. Guckt mir überhaupt ein Mensch zu? Ich glaube nicht, ne? Oh mein Gott, wir gucken zwei Menschen zu, wie dumm ich gerade Zug fahre. Bah, ist halt Kacke. Vier! Ja, leck meine Eier. Warum gucken mir gerade vier Menschen zu, wie ich dumm Zug fahre, Alter? So, dann sind wir jetzt in Ahrensburg. Ja, und dann mache ich da auch kurz Pause, weil das ist gerade mir ein bisschen zu viel. Ich weiß, trotz Verspätung, aber ich musste aber ganz kurz Pause machen, das ist mir sonst hier zu viel. Oh, jetzt die kurze Pause, das sage ich euch. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Ey, wir fahren wieder um 6 Uhr. Jetzt haben wir zwar Verspätung, aber komm, ist egal. Ist doch jetzt egal, ob wir jetzt Verspätung haben oder nicht.
Nächster Halt, Ahrensburg Gartenholz. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Ganz ehrlich, mir ist das gerade so was von scheißegal, ob ich zu früh oder zu spät bin. Aber Hauptsache, ich komme jetzt hier weg. Warum auch immer, aber irgendwie hat die Lok was gegen mich. Das ist nicht so schön. Da kommt ein Dosto. Ah, da war Flughafen Express. Das hätte der RE8 sein können, den wir in der letzten Folge gefahren sind. Könnte tatsächlich sein. Ah, wir sind das erste Mal verspätet. Hier muss ich jetzt sagen, dass ich extra zu weit gefahren bin. Das muss ich jetzt zugeben. Ja, wir sind eine Minute verspätet angemeldet. Aber wie geil. Ja, Univon, eine Minute Verspätung, eine Minute, geil. Fünf Leute schauen mir gerade beim Verkacken zu, Alter. Nächster Halt, Bargte Heide. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Leute, das war der Eins. Das ist die schlimmste Folge in der ganzen Hamburg-Lübeck-Geschichte, die ich bisher in meinem Leben gefahren bin. Also die schlechteste Erfahrung heute, die ich mit der Baureihe 112 gemacht habe, auch bisher. Also, boah, und ich war noch nie so spät, vor allem. Ich weiß jetzt nicht, für was ich angemeldet bin. Ich glaube, 10 Minuten Verspätung, 5 Minuten Verspätung, denke ich jetzt mal.
ist ein Stück Gleis. Ja, mal so mit dem RE8 hatte ich bessere Erfahrung. Egal. So, dann sind wir endlich im Park der Heide. Und ja, dort enden wir auch. Wenigstens im Park der Heide. Wenn ich jetzt im Park der Heide verkacken sollte. Wir haben 3 Millionen Verspätungen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Tatsächlich, mir tatsächlich nicht so, weil es war schon ein großer Unfall hier mit der, das war schon ein Unfall hier mit dem Gedöns hier, ne? Also, naja. Na gut, liebe Fahrgäste und Zuschauer, ich hoffe, es hat euch hoffentlich trotzdem gefallen. Haut einem rein, haut da rein und... Ciao.